Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total Warhammer 2 auf sehr schwer mit Master Mundi und seinem Exodus. Wir haben allerdings hier vorher ganz, ganz kurz noch eine Aufgabe zu machen. Auf den allerersten Blick sehe ich, dass das hier das einzige ist, was ja de facto einzeln da ist, denn alle anderen sind doppelt. So, Pestkohlenstab haben wir bekommen und wir sind auch gerade eben hier immer noch im Rundenwechsel unterwegs, währenddessen wir jetzt hier schon ganz fröhlich Nagarond, also das gesamte Gebiet im Norden, kolonisieren und am Ende wahrscheinlich sogar ein paar Eisechsen aus uns machen. Aber wie gesagt, das brauchen wir alles, um genügend Land und vor allem auch Schlagkraft zu haben, um vielleicht noch eine weitere Armee ausheben, also aufbauen zu können, die dann vielleicht von unserem guten Freund Gorok befehligt wird. Das hätte auf jeden Fall was. So, das da noch. Dann können wir das da kolonisieren. Nagarond ist jetzt auch unser. Die Hundeebene wird von uns jetzt hier kolonisiert. Also wir sind hier echt schon am Akkord kolonisieren. Ich glaube, das kann man schon wirklich so sagen. Krass, krass, krass. Die Monolithen. Oh, das könnte wieder ein bisschen Kohle bringen. Ich verstehe halt nicht, warum da halt plus 62% steht, ne? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Jemand hat mir geschrieben gehabt, als Antwort auf, von CA, also es war auch nur ein Content Creator, der hatte gemeint, dass diese 200% würden nur die Prozent, also würden nur quasi den Malus ausgleichen. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil sonst würden wir unten in Hexwattle nicht plus 500% machen, ne? Also es wird komisch verrechnet, aber das Spiel erklärt halt nicht wie. Und das ist meine große Kritik, wie damit umgegangen wird. Das ist sehr unbefriedigend, meiner Meinung nach. Jetzt bekommt er die transzendente Heilung. Ich lasse die gerade eben nochmal eine Runde weiter hier regenerieren. So, wir kommen übrigens so langsam aber sicher an den Arsch der Welt, ne? Wer kennt ihn noch? So, wir gehen hier jetzt weiter. Dahin und gehen hier in den Hinterhalt. Und de facto werden wir hier genau gleich verfahren. Ich werde mir dann anschauen, ob ich überhaupt beide Armeen für eine Schlacht brauche, aber wahrscheinlich nicht, es sind nur Khemris. Die können nicht viel. Tut mir leid, liebe Khemri-Freunde, aber in diesem Spiel ist es halt leider wirklich einfach so. So. In echt waren sie schon, im Tabletop waren sie schon unangenehme Gegner. Also wie gesagt, ein Freund von mir hat Khemris gespielt. Und ich hatte da so meine liebe Mühe, da quasi mit denen dann quasi also klar zu kommen. Vor allem, wenn du auf viel Infanterie setzt. Was ich de facto getan habe. Oh, das wäre auch echt geil, hier nochmal so 720 rauszukitzeln. Das muss sein. Das muss. Es gibt so viel, was ich hier noch ausbauen müsste. Und ich bekomme einfach die Kohle nicht, ne? Wie schaut's aus, Kuron? Ja, die Meinung von Kuron. So, ihr habt's gesehen, ne? So schnell ändert sich die Meinung. Unfassbar schnell. Gerade eben noch wäre es fast auf null. Und jetzt sagen sie quasi, oh, du was? Du hast jetzt zwei Turns lang nicht die Khemris angegriffen, du Schwein. So derart, ne? Gehen hier die Werte voll steil. Wir haben gerade eben gesehen, wie unsere Macht zum Khemri ist. Wir sehen gerade eben die Macht, wie Reikland zu uns steht. Kuron ist ungefähr ähnlich mächtig wie wir. Also das mit Reikland ist etwas, was ich nach wie vor noch schwer nachzuvollziehen empfinde. Aber ich glaube, dass die Imperialen trotzdem mit uns Probleme bekommen müssen. So, Stegadons haben Boni bekommen. Wir holen uns jetzt die deutliche Vergünstigung auf Terradon-Reiter, unsere Kampfechsen und die ganzen Monstren. So, dich überspringen wir. Du. Überspringen wir auch.
Ich warte damit gerade eben mal, denn wie gesagt, wir haben da unten ja irgendwo Eisen, was ich abbauen kann. Hier. Ein Chanchuapec. Das hätte ich sehr gerne. Und das, da hätte ich auch sehr gerne ausgebaut. Das bringt nämlich noch mehr Boni. Und dann hätte ich. Ja, gut, das irgendwann mal. Das bringt halt nur was für lokale Armeen, aber. Es wäre okay. Ich hätte nichts dagegen, das Gebäude einfach zu haben, ne? Ganz simpel ausgedrückt. So, Master Mundi. Unser Weg führt uns jetzt dahin. Ich bleibe tatsächlich so lange hier noch stehen, ne, damit ich nochmal ein bisschen regeneriere. Dann kann ich nächste Runde da reinspazieren. Ich glaube, der Weg zum Hexenwald ist nicht so weit. Es deutet sich zumindest an, dass es nicht so weit ist. Wir gehen direkt weiter zur großen Arena. Ach Gott, hier rate ich einfach wieder. So, ich weiß, dass es halt bei Grond auch nochmal Gold gibt. Deswegen möchte ich das so schnell wie möglich haben. Das müssen wir ausbauen. Hier geht's nicht voran. Mit denen könnte ich jetzt hier mal rumschippern und vielleicht auch mal versuchen, nochmal den einen oder anderen Schatz einzusammeln. So, why not, ne? Zack. Jawohl, nochmal 20.000 Gold. Das hilft sehr. Ich möchte allerdings jetzt hier wieder aus dieser bösen, bösen Seezone raus. Und dann können wir das nächste Mal rüber nach Nagra. Oder wie ich es, glaube ich, mal genannt habe, Nager. Carnosaurier, jawollo. Jetzt ist er endlich ein großer Hornacken. Veteran. Ich möchte die Irrlichtung hier ausbauen wegen Mauer. So, da mache ich nichts. Illyrion hat sich weiterentwickelt. Coolio. Das ermöglicht mir nun, die Verteidigungsanlagen hier reinzubauen. Und wir machen sofort das da. Ach komm, ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen mache ich das jetzt. Ich schließe jetzt Xeti ab. Auch wenn es eine teure Scheiße ist. Und wir schauen uns. Das wollte ich mir eigentlich nicht anschauen. Aber egal. Ich wollte eigentlich. Wo sind sie denn? Sag mal, komm da runter. Genau, mir diese Sachlage hier anschauen. Jetzt gucken wir mal. Das Spiel sagt, das könnte anstrengend werden. Also gut, Belagerung fortsetzen. Dann holen wir halt die noch mit dazu. Ich guck mal, ob ich Zeit sparen kann, ne? Yep. Ausgezeichnet. Wir müssen das leider wieder ausrauben, um diese eine Mission zu erfüllen. Und dann noch ein drittes müssen wir noch ausrauben. So, er wird noch präziser. Und er hat jetzt hier die heilige Wache abgeschlossen. Wir nehmen hier die Erdung, die nehme ich eigentlich immer als erstes, damit man überhaupt sinnvoll overcasten kann. Wir reparieren das da, das hier brauchen wir nicht. So, jetzt schauen wir gerade eben mal, wie viel habe ich dafür noch Zeit? Noch 17 Runden, das ist völlig in Ordnung, das ist super duper ole ole. Die ganzen Agenten hier sind de facto schon bewegt und abgeschlossen. Ja, es interessiert ihn nicht mehr so wirklich, dass ich gegen Koron Krieg führe. Seht ihr das? Das unerlaubte Betreten. Keine Ahnung. Also, es sind seltsame Faktoren. Die Hochelfen finden mich immer noch okay.
Die Zwerge hier wissen nicht viel über mich, außer dass sie mich scheiße finden. Was ich komisch finde, ist, dass egal was ich gerade eben tue, mein Geld steigt nicht. Na, ich habe mehr Siedlungen, ich habe keine weiteren Einheiten rekrutiert. Mein Geld stagniert. Also mein Einkommen. Ich finde das komisch. Eigentlich sollte man erwarten, dass da was hochgeht. Und wenn es so ein bisschen ist. Wir hatten gerade noch. Ah, jetzt geht es endlich hoch. Okay. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu. Vielleicht war ich nur zu ungeduldig. Oh, eine Störung im Netz. Toll, wir brauchen einen Elektriker. Jetzt kannst du da hochgehen. Es reicht natürlich wieder nicht. Oh. As you say. Das ist interessant. Dafür, dass es Hochelfen sind, die eine Aufrührerarmee sind, die haben anscheinend jetzt hier gegen die anderen Hochelfen hier Krieg geführt. Witzig und unlogisch zugleich. So, die große Arena ist unser. Dafür, dass das halt hier für uns extrem ungeiles Gelände ist, sind wir ziemlich gut darin, hier zu überleben. Das werden eher so 8 oder 5.000 Gold. Oder gar nichts. Einkommen aus allen Gebäuden, alle Regionen. Ja. Okay. Das Landkraftfeld haben wir schon. Dann bekommt er jetzt hier mal die Apotheose, dass er auch mal sinnvoll zaubert. Nein, das Land, der nicht mal richtig zaubern kann. Das ist die Situation. Auf nach Hargreif. Entschuldigung, Har Garnet. Nicht Hargreif. Voll verpeilt, eh. Dieser Mörb. Die Chaos-Korruption da oben ist aber schon echt krass, ne? Das muss man dir lassen. Okay, wir durchsuchen wie immer. Ach komm. Ich will diese Rätsel nicht. Die sind doof. Ich mag die nicht. Das ist für mich halt wirklich so, als. Da kannst du auch genauso gut mir so einen chinesischen Text vorlegen. Den könnte ich auch nie und nimmer entziffern. Das ist meine Situation. Ach, die haben sich jetzt. Honor before glory. Wie haben die das gemacht? Valiant Lord. So instant, just at water-like. Okay. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg da runter. In Bel Aliat gibt es nochmal Gold. Ich denke, ich trenne jetzt die beiden Armeen so ein bisschen, damit ich bei Koffer aktiv werden kann. Und das Hua Lotl jetzt hier tatsächlich seinen nächsten Aufstieg hat, feiere ich ebenso. Damit können wir jetzt hier wieder einiges abreißen. Die Festung der Verdammten. Wahrscheinlich hat bloß irgendwann mal irgendein Kommandant gesagt, das ist eine verdammte Festung. Und dann hat irgendein Notar niedergeschrieben, die Festung der Verdammten. Ich glaube, genau so läuft das. So entstehen Namen für Dinge. Durch einfache Aussprüche und stumpfes, ja, Protokollieren. Und weil dann keiner widerspricht, dann ist es halt so. Warum haben die gerade so lange gebraucht? Warum plündert der mich? Ist der doof? Was hat denn der für ein Problem? Das ist doch nicht zu fassen. Das Imperium plündert mich. Das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht.
So, Nagra ist nun meins. Hargarnet wird durchsucht. Ach komm. Ich klicke jetzt immer auf dieselbe Stelle, auch wenn es wahrscheinlich immer falsch ist. Wisst ihr, die sehen für mich auch alle exakt gleich aus, die Dinger. Ich weiß, dass sie es nicht sind, aber der Eindruck ist halt einfach da für mich. Sag mal. Das Spiel trollt mich gerade echt ernsthaft damit, ne? Meins. Und ausrauben. Und doch besetzen. Und damit haben wir diese Mission abgeschlossen. Ausgezeichnet. Die große Preisfrage ist, was schmeiße ich dafür raus? Ja, momentan noch nichts. So, er kann jetzt hier auch erstmal seine Unsterblichkeit sichern. Das ist für einen Kommandanten immer eine tolle Sache. Der wird ja auch nochmal präzise. Das Witzige ist, die haben halt hier echt kein Gold drin. Ne? Kein Gold. So, überspringen. Überspringen. Und Storak Chor, so heißt das Ding hier mal, bauen. Dann schauen wir uns mal den Hexenwald an. Und da haben wir wieder ein Rätsel. Das ist genau das gleiche. Es ist exakt das gleiche. es ist Lila 2. So. Schatzkammer und Schild der Verstümmelung. Okay. Netter Name. Was hat eigentlich er für Items? Glücksbringender Schild. Gibt's da nichts Besseres? Nö, gibt's nicht. Wir haben auch keine Unterstützung oder mehr so, die wir irgendwie verteilen könnten. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den Hexenwald jetzt halt auch noch. Sobald's halt geht. Und jetzt kommen erstmal die ganzen Häfen, weil die sind sehr wichtig. Kar und Kar. Das geht erst nächste Runde. Ich habe schon den Überblick verloren, was wir alle hier kolonisieren hier gerade eben. Wie die Brunnenputzer. So, extra Erfahrung für die Einheiten nehmen wir immer gerne mit. Und Turn beenden. Flatter, flatter, flatter. Da ist nochmal Numas in Zandri. Interessant. Der findet mich auf einmal voll Knorke. Kann er vergessen. Ich mache gar nicht Angriffspack mit ihm. Sag mal, kann es sein, dass ich... Ah ja, ich habe direkt aus einem Handelspakt aus angegriffen. Das ist natürlich eher ungünstig. Habe ich nicht mehr dran gedacht, wegen einer anderen Aufnahmesession tatsächlich. Das war nicht so smart, aber es scheint okay zu sein. Man tötet uns nicht. So, wir pflanzen jetzt hier ein Bäumchen. So, das hier hätte ich auch noch ganz, ganz gerne so gemacht. Dann wird Kar und Kar kolonisiert. Nicht Kar und Kar, Grond. Kar und Kar haben wir doch schon. Harganet wird kolonisiert. Das ist schon echt krass gerade eben hier, ne? So, Nagra, da könnte ich eigentlich schon direkt weitergehen zur gefrorenen Stadt oder dahin. Erstmal die Ruine durchsuchen. Es ist dieses Zeichen da. Haut der Kampfechse. Was? Führerschaft minus 8. Also er hat selber Angst davor, das Ding zu tragen.
Verursacht aber auch Angst und Entsetzen. Also eine Echse, die eine Echsenhaut trägt. Was? Das kommt mir äußerst bescheuert vor. Das kommt mir wirklich sehr bescheuert vor. Warte mal, ich kann ja auch mit denen hier Ruinen durchsuchen, ne? Nicht vergessen, das geht ja auch. Das Fragezeichen, es ist dieses Zeichen da. Dämmerstein und Gold. So. Den überspringen wir. Den überspringen wir. Die Hundeebene baue ich als erstes aus. So, und damit haben wir das nächste Gebiet gesichert. Und nachdem ich jetzt das hier genommen habe, ja, die machen jetzt hier natürlich ein bisschen viel Wind um nichts. Könnte man so sagen. Aber wisst ihr, ich schaue einfach mal zu euch rein mit Astromantie. Dann kriege ich schon raus, was ihr da treibt. Und ich glaube, ich komme sogar einfach ran. Oh, wir müssen tatsächlich mal wieder eine Schlacht schlagen, Freunde, weil das Spiel der Meinung ist, dass das eine knappe Nummer wird. Okay, let's try it, have some fun, ne? Ich glaube, die werden jetzt hier ihr blaues Wunder erleben. Als ob diese Festung uns hier aufhalten könnte. Aufstellung starten. So, ihr seid die Nummer 2, ihr seid die Nummer 1. Die Nummer 1, wie gesagt, ziehe ich mal dahin. Die Nummer 2 soll das Tor aufreißen. Fliegt mal schnell dahin. Ich habe eine Idee. Fliegt dahin. Wenn alle da sind, können wir mal hier eine Bombenlast abwerfen. Bei denen lohnt sich das nicht. Das hat richtig reingezündet bei vielen von denen. Okay, viele von denen sind weg. Jetzt möchte ich die nächsten Fernkämpfer hier wegmachen. Ihr drei geht auf die da los. Ihr zwei geht auf die da los. Die Feuerbolas machen halt extra Schaden an den Viechern, ne? Was schießen die denn? Ich weiß es gerade eben nicht. So, die zerfallen jetzt hier. Jetzt will ich, dass die ja auch noch gebombt werden. Ein Uranus Donnerkeil. Ja, viel macht er halt nicht, ne? Das Gute ist, dass die inzwischen mehr Munition haben und deswegen das jetzt hier viel länger können.
Da schießen voll wenige gerade eben. Ich weiß nicht warum. So, jetzt schießen da mal richtig viele. So, und jetzt könnt ihr euch hier aufteilen, weil die machen es nicht mehr lange. Die zerfallen jetzt hier. Wir sind de facto schon oben, ne? Ich glaube, ich kann es hier schnell laufen lassen. Es dauert eine Weile, bis die Gehörnten das aufgefräst haben. Das sehe ich gerade hier. Und jetzt haben wir es. Ne, ihr bleibt da so stehen, bombt hier weiter. Greift, die ihr ankommt. Und ihr greift da oben an. Das ist eine ganz gute Stelle da gerade eben dafür. Hey, das ist extrem uncool, wie ja gerade eben meine Echsen sterben. Ich bin überrascht, warum die alle jetzt hier so voll in Raserei gehen. Wir sollten hier in den Nahkampf gehen, ihr Honks. Alle raus, alle raus, alle raus, alle Echsen raus. Das ist nicht cool. Na? Kann ich jetzt endlich mal da jemanden runterholen? Wäre voll nice. Ich bin überrascht, wie das Vieh hier zulangt bei ihm. Bomb die mal weg. So, jetzt haben wir endlich gewonnen. Meine Fresse, hat der durchgehalten. Also ich habe gerade gemerkt, dass die Kampfechsen, also die Gehörnten da nicht so gut sind drin. Das war ein bisschen überraschend. Das war ein bisschen überraschend. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Immerhin haben sie überlebt. Und ich habe diese Mission ja schon abgeschlossen, deswegen kann ich jetzt einfach besetzen. Ah, das war Setra himself. Okay, das erklärt ein bisschen was, warum der so lange durchgehalten hat. Setra, der alte Lump. Der hat das einfach mal so überlebt.
Also relativ lange überlebt, wohlgemerkt. Dann machen wir erstmal die magischen Reserven rein. Lachique. Ja, ist eigentlich ganz okay so. Ich ahne, dass wir jetzt schon wieder am Ende sind eigentlich. Ich gucke gerade eben nur noch mal durch. Genau. Ich kann hier nämlich noch mal was bauen. Den kann ich nicht bewegen. Das haben wir alles schon gemacht. Wir waren ja am Schluss jetzt gerade eben drüben, glaube ich, noch mal, ne? Naja. Gut, meine lieben Freunde, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Obwohl ich momentan einfach nicht weiß, wann dieses nächste Mal ist. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Haut rein, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.